Sicher, dass du alles hast? Ja. Bye, John. See you. So, eine Woche Shanghai vorbei. Viel gefeiert, viel gechillt. Jetzt geht's nach Australien. Bevor ich zum Flughafen gehe, gehen Schwang und ich noch zu The Band. Das ist der Highlight von Shanghai. Ja, fette Skyline. Und jetzt, keine Ahnung, Sonne geht gerade unter. Das soll mal richtig geil sein. Und liegt ihr sowieso auf dem Weg zum Airport. Von daher passt es schon. Okay. Da. Fuck! Gebt euch einfach das. Tanja! Ich hole die beim Family Mart und jetzt gehe ich langsam Richtung U-Bahn bis zum Flughafen, muss noch schon so einchecken. Ja. Und Schwang verabschieden und dann Schwang, bis U-Bahn. Da? Sicher? Weiß ich nicht. Ja, und dann geht's. Batsche Terminal angekommen. Ziemlich viel los eigentlich heute. Ja, ich versuche jetzt gleich einzuchecken bei meinen Freunden von der Asia in Spackos. Und dann gehe ich noch was essen und trinken. Hoffe, dass ich müde werde. Ja, schauen wir mal. KL gelandet. Jetzt habe ich hier 8 Stunden, glaube ich. 8 Stunden Aufenthalt. Keine Ahnung, chillen. Flug war eigentlich ganz okay, kann ich ganz gut pennen. Also, kann man sich nicht beschweren. Boah, The Walking Dead. Ich bin jetzt mittlerweile über 20 Stunden wach. Ziemlich im Arsch. Das Coole war, dass der Flughafen hier in KL eigentlich voll groß ist. Ich konnte mich eigentlich voll gut beschäftigen. Die ganze Zeit im Starbucks, im
bisschen die Zeit umgeklickt. Das war eigentlich ganz okay. Also, letzter Flug nach Australien. Ich glaube, es ist nochmal, ich weiß nicht gar nicht, mit der Zeitverstellung, aber ich glaube, es sind nochmal 7 Stunden bis nach Melbourne. Aber dann ist es endlich durch. Das allerletzte Mal mit der Asia. Hoffentlich die Eierköpfe, ey. So, es ist mittlerweile schon 9 Uhr abends und ich bin endlich in Australien angekommen. Also, wie geil ist das? Ich bin so happy gerade. Boah, ich platz gerade. Jetzt gehe ich kurz ins Skylift hier. Fahr in die Stadt, Mann. Und ich eine Freundin habe, bei der ich auch kann die ersten Tage. Richtig geil. Puh, ja, ich bin jetzt an der Bushaltestelle angekommen, aber Kenneth ist nicht da. Boah! Shit, keine Ahnung. Suchen sie mal, oder? Yeah, Sporty! Boah, so cool. Wir sind gerade in so eine Bar noch reingegangen und Kenneth hat mir so ein Welcome Package gegeben. Wie geil ist das? Keine Ahnung, was drin ist. There's a beer! Yeah! Thanks! No, baby! Oh, endlich da. Candys Bude. Und sogar mein eigenes Zimmer. Hammer. Und ich habe ein Opossum gesehen. Keine Schlange, ganz beide, aber ein Opossum.